So, Servus, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Erstmal steht das Mikro falsch. Ja, im Grunde heute habe ich hier gar keine Themen. Nee, heute habe ich keine Themen. Deswegen werden wir uns heute nur auf Spawn spezialisieren. Mal überlegen, also, das sieht immer noch scheiße aus. Habe ich mir überlegt. Nee, ich glaube, ich werde das wieder abreißen und das dann ganz normal da so lassen. Klappe. Hey, für ein bisschen Witz muss ich doch sorgen. Du bist doch ein Witz auf zwei Beinen. Ja. Du hast aber nirgendwo einen Böller. Mit dem du dich selber verletzt beim Zuklappen. Wie habe ich das nochmal gemacht? Weiß ich auch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr ihn hören könnt, aber das ist jetzt auch egal. Also ich glaube, das habt ihr gehört. So, ich guck mal kurz nach, ob hier irgendwie Holz dran liegt. So, alles leer. Wolltest du nicht eigentlich die Fresse halten? Ja, so habe ich dir keine Auskunft gegeben. Ich habe gesagt, ich habe den Gefühl von meinem Dich mal was sagen. What the fuck? What was this? Ey, und wolltest du, dass ich Leute über Sachen informiere? Ja, da muss ich aber hier hinsetzen, weil ich weiß ja nicht mehr, ob man dich jetzt hier hören kann. Ja, mein Junge, ich hab grad zu tun. Ja, weil ich höre dich hier momentan nicht. Selbstgespräche. Ja, tue ich auch. So. Oh nee, da unten ist ein Creeper. Ein Creeper? Ernsthaft. Ich glaube, es hackt. Ach komm, und den können wir uns auch später kümmern. So. Hier mit unserer schönen Erde. Insofern, ich hoffe mal, dass Traps überhaupt hier das aufnimmt. So. Dann machen wir uns erstmal hier eine neue Spitzhacke. Ich habe mir aber überlegt, um zukünftig Ressourcen zu sparen. In dieser fetten Kuhle dort werden wir jetzt nur noch normale Steinspitzhacken benutzen. Damit wir halt eben nicht mehr so viel verbrauchen. Kohle. Eisen. Bei die Eisenspitzhacken, die gehen momentan einfach zu viel weg. Und wenn ich das hier mit dem Kobbel angucke, wir haben ein bisschen zu viel Kobbel. So, jetzt mal hier schnell nachgucken. Helme, Spitzhacken. Da haben wir ja auch noch ein paar. Will ich direkt sagen. Gehen wir mal meinen. Oh shit. Was denn? Läuft grad gut bei mir. Was zockst du nochmal? Okay, Frozen. Product Placement! Halt's Maul! Product Placement wäre es jetzt, wenn ich anfange über meinen Kanal zu reden. Oh, hoppala. Bist ja eh zu arm dafür. So. SMG, Motherfucker! Oh Mann, dauert das lang. Das dauert ja mal richtig lang. Das wird eine Folter. So, wir schneiden hier erstmal so ein Stückchen raus. Ja, ich habe gesagt, wir schneiden ein Stückchen raus. Oh. Schnipp, schnapp, schon ist das Schwänzchen ab. Ich hoffe mal, dass sie ihn gerade nicht hört. Verdammte Scheiße, die Ratten, ey. Ich hasse Ratten. In jedem Spiel hasse ich Ratten. Wieso? Die sind doch so lieb und freundlich. Ratten sind so bastardos, Alter. Redest du da gerade von dir? Richtig bastardos, ey. Ich glaube, der Kerl redet gerade von sich selber. Mann! Ja, was Alter. Denn? Ich hasse Ratten. Ja, schön für dich. Ich hasse auch Ratten im Real Life. Okay, da gehen sie einigermaßen, finde
bis sie dich anfallen. So. Ernsthaft, haben wir mittlerweile schon so tief gegrabt, dass wir jetzt hier schon mittlerweile die Minengeräusche haben. Ich hoffe mal nicht. Also auf jeden Fall, wenn wir das so machen mit den normalen Steinspitzhacken, dann haben wir auf jeden Fall das Cobblestone wieder drin, was wir verbrauchen. Also, bin krepiert, hab keine Lust mehr. Ja, dann komm doch her. Jetzt geselle ich mich dazu. So, und jetzt hoffe ich mal auch, dass man dich hören kann. Hier ist wieder Erde! So, falls jemand dachte, der Honk hier führt Selbstgespräche, nein, ich bin wieder da. Na, wer kennt ihn? Barack Obama! Nee, das ist die kleine Misit von dem Mann. Hey, du bist der Nachbar von Barack Obama? Nein, du bist die kleine Misit von dem Mann! Ich bin Barack Obama? Nice! Nein, bist du auch nicht. Du bist höchstens Donald Trump. Ich bin eine Ente? Okay, jetzt hast du eher Trump gedisst. Oh! Wir müssen jetzt mal nachgucken, ob er noch einen Onkel namens Dagobert hat. Kann man schnell ein Gerücht in die Welt setzen. Genau. Donald Trump bezahlt von Disney. Nee, aber was vorhin anzusprechen war, ich habe jetzt auch einen Kanal, wen es interessiert. Nein, interessiert gerade niemanden, weil du nicht mein Video dort oben hast. Noch nicht. Problem ist, mir fehlt gerade die Zeit. Eigentlich hat der Kerl Zeit, er ist im Grunde eigentlich nur zu faul. Halt's Maul, das soll doch gar nicht mehr wissen. Nee, aber das Problem ist, ich wohne ja noch bei meinen Eltern, weil ich bin ja keine 37. Nee, der Kerl ist 35. Das Maul, ja. Das Problem ist, ich habe laute kleine Brüder, die verdammt nochmal die Aufnahme stören können. Und ich muss sowieso nochmal alles gucken, erstmal mit Einstellungen und so ein Shit. Verbarrikadier die Tür. Und komm mal ein bisschen näher ans Mikro. Ey, du weißt, damit du wieder meine Haare im Mund nehmen kannst. Oh. Also ich habe gestern nicht geduscht, zur Information. Nee, komm mir nicht damit an. Naja, also. Oh. Ja, was erst machst du da? Auswürgen. Aha, deine Dummheit oder was? Nee, dein Gehirn. Ja gut, dass ich immer noch eins in Ersatz habe. Also, man wird schon irgendwann sehen, irgendwann hat der Honk auch meinen Kanal verlinkt, der liebe Herr Walter. Was? Ich heiße doch Günther. Lange her, dass ich dich so genannt habe, oder? Hieß ich nicht Gerald? Nee. Gerald von Riva. Ey, das habe ich doch schon mal erklärt. Auf unserer Schule heißen alle Walter abgesehen von mir. Stimmt. Das ist die Walter Joachim. Du heißt Ding Dang Dong. Nein, mein Name ist Barack Obama immer noch. Aber, wie gesagt, irgendwann hat er meinen Kanal... Hieß nicht einer noch Long Dong Silver? Das ist mein Spitzname. Nee, aber... irgendwann hat er meinen Kanal verlinkt. Irgendwann mache ich ein Video, wo ich noch was erkläre. Was im Grunde niemand angucken wird. Halt's Maul. Aber ich sag schon mal, es wird lächerlich, weil... am besten kann ich was erklären, wenn ich einfach nicht großartig was zu tun habe. Deswegen wird es einfach nur ein scheiß Garry's Mod Video sein. Also... freut euch schon. Er wird eine Yandere in eine Badewanne stopfen und die Badewanne in den Weltraum ballern. Spoiler doch nicht! Du Wichser! Das ist kein Spoiler, das machst du immer. Hä, aber das wissen die doch nicht! Ja, aber wie gesagt, dann kann ich ein bisschen was erklären. Was da läuft, was kommen wird, etc. etc. Im Grunde wirst du LPs machen, wie jeder andere auch auf YouTube. Ja, aber kann ich noch ein bisschen so über mich erzählen, was kommt, wie das halt irgendwie geregelt ist. Und nein, das kann ich nicht hier machen, weil das nicht mein Kanal ist. Doch, rein theoretisch schon. Der Kanal gehört doch mir... boah, geil, ey. Nein, der gehört dir nicht, aber das hindert dich doch eigentlich nicht dran. Und natürlich auch, der Kanal ZForce Allianz ist jetzt mal endlich draußen. Hat 2 Abonnenten! Genau, ratet mal, wer die sind. Also, ich gebe einen kleinen Hinweis. Von mir wisst ihr ja, dass ich ja generell nie abonniere, insofern dürft ihr jetzt raten. Ja. Kleiner Tipp. Ich. Wow, das war ja ein Tipp, du Spicker.
Hä? Ja, auf jeden Fall. Jetzt wissen sie aber nicht, wer der andere ist. In der Z-Force Allianz. Gibt ja nur noch eine andere Person, die weiß, dass dieser Kanal überhaupt existent ist. Ja, obwohl ich den schon verlinkt habe. Ich habe den ja schon verlinkt. Und kein Schwein guckt. Kein Schwein interessiert. Genau. Aber liebe Freunde, auf diesem Kanal, es wäre schon für euch praktisch, wenn ihr ihn schon abonnieren würdet. Nämlich. Irgendwas kommt der Shit. Genau, nämlich immer wenn Dämmer, ich und Kartoffel. Hi. Videos zu dritt machen, werden diese LPs auch auf dem Kanal kommen. Ne? Also dort wird dann sozusagen der ganze Krimskrams von uns dreien kommen. Ne? Kleiner Tipp, also guckt immer dann bei mir, weil ich bin natürlich der MLG Pro Player von uns. Keiner ist besser als ich. Im Verkacken, da gebe ich dir recht. Das Maul. Wer hat dich gerade mehrfach gerackt, hä? Wer hat anhand von Pussy Taktik dich K.O. gekriegt? Okay, das war gestern. Ja. Motherfucker. Na und? Alter, was hast du für ein fettes Netherportal gemacht? Das? Warum so fett? Mir war langweilig. Ey, mein Jung, der normale Minecraft-Spieler braucht in seinem gesamten Minecraft-Leben insgesamt 14 Obsidian. Wenn er nichts großartig aus dem Warte, will. Da ist das Netherportal. Warte. Da ist das zweite Netherportal und hier ist der Zaubertisch. Aber über die riesige Kuhle, die ich dort buddel, regst du dich nicht auf. Nee. Wieso denn? Weil du hobbylos bist. Hast du nicht mal angeguckt. Ey, wenn ich auf meiner Wii U Minecraft spiele, dann mache ich wenigstens produktiven Shit. Er rennt die ganze Zeit im Kreis und baut irgendwas mit Dreck. Nein, ich baue nichts mit Dreck, sondern ich schlachte jegliche Viecher ab, die mir vor die Flinte kommen. Und das mit meiner Faust. Weil ich mir zu cool bin, um ein Holzschwert zu benutzen. Vor allem Holzschwert. Ja, ich füße den Enderdrachen mit der Faust. Das geht ja eigentlich auch, aber ihn dadurch zu besiegen wird ein bisschen schwieriger. Klatsch hier weg, Junge, Alter. Ich mach einfach, sobald ich Minecraft habe, mach ich den Texture Pack, wo das Schwert unsichtbar ist und gibt mir so ein fucking OP-Schwert, das ihn one-hittet und BAM, Junge, hab ich den kaputt gefistet. One-Hit KO. Bin ich einfach One-Punch-Man. Du wirst nie, also dafür musst du dir erstmal eine Glatze rasieren und glaub mir, das will niemand. Das will auch nicht ich, Alter. Hä, hey, ich glaube, du willst, dass ich eine Glatze habe. Nee! Lass mir doch ein Barco. Das ist so alles so oben drauf. Das ist schönes für Karneval. Das erste Jahr gehe ich als One Punch Man. Für das zweite Jahr lass mir einen Barcode auf dem Hinterkopf tätowieren. Was? Lass mich mal dran. Das mache ich kurz mit dem Säurestift. Nee, muss nicht. Oder ich nehme einfach von irgendeinem Artikel im Supermarkt den Barcode und klebe ihn mir in den Hinterkopf. Und malst ihn dann so an, dass der dann auch so aussieht, dass er das Haut. Genau. Aber auch wirklich so ganz schlecht. Aber wirklich so richtig schlecht. Ja, nice, ey. Wie so ein Vollidiot, der das aus der ersten Klasse gemacht hat. Erstaunlich mal zu sehen, dass du ein Haus über der Erde hast. Ja, das war sozusagen, das soll so designmäßig sein und unter der Erde. Heilige Scheiße! Ist das ein Cheat? Ich hab vor, das später auch unter die Erde zu verlegen. Junge, wo ist das Weed? Irgendwo. Wo hast du deine Drogen gelagert? So, ich muss hier erstmal Kies. Und dann sagen Leute zu mir, ich wäre hobbylos. So. Wenn das so weitergeht, kann er bald blind alle Sachen einordnen. Er muss halt nur wissen, was er wo hat. So, im Grunde, warte, irgendwas wollte ich dir doch noch zeigen. Ein Stock. Habe ich dir schon die Eierfarm gezeigt? Du brauchst auch noch zwei. Nee, Eierstöcke will ich nicht. Ich hab meine Balls of Steel. Ich hab in Isaac zu viele Balls of Steel Pillen geschluckt. Warte. Thema Isaac, wo ich das gerade anspreche. Der Creeper ist despawned, Glück gehabt. Wo ich gerade Isaac anspreche. Der liebe Herr Walter hat sich vor, The Binding of Isaac zu holen. Ja, hier ist die Kaktusfarm.
Und hier ist die Eierfarm. Und jetzt, guck mal. Ja, ich weiß. Ich weiß, wie sowas funktioniert. Vor allem, wie schnell sich das wieder hochsteckt. Ja. So, also jetzt. Ihr könnt euch vielleicht auf dem Binding of Isaac Let's Play sag ich vielleicht, der wird es auf jeden Fall Let's Playen. Kleine Kinder töten! Naja, und was bei mir kommt, werde ich dann in diesem einen Infovideo sagen. Aller möglicher Shit. Und wenn ihr wollt, also wenn ihr sehen wollt, was ich für Spiele in Zukunft auch Let's Playen werde, dann guckt doch einfach bei Steam auf meiner Wunschliste nach. Das soll übrigens jetzt keine Aufforderung dazu zu sein, dass ihr mir was kaufen sollt. Aber wenn ihr wollt... Ja, dann natürlich, dazu sage ich nicht nein. Könnt ihr schön den Kanal unterstützen. Genau, schauen wir uns in der nächsten Folge.